Gehen wir mal gucken, ob wir jetzt gegen Fyodor kämpfen müssen. Bei dieser Fahrstuhl kommt mir von Laura als so was von bekannt vor. Nicht, wenn ich sie vorher töte. Warum glauben Sie, dass es diesmal anders geht? Ich komme wieder, bis einer von uns tot ist. Dann kommen Sie. Möge das Gemetzel beginnen. Nö. Nö. Ach, keine Arena. Ach, Mann. Das ist ja dann wie im ersten Teil. Gerade noch Zeug. Man merkt mir meine Motivation an, oder? Bin hochmotiviert. Will aber auch nicht schon wieder dann so aufhören, dass ich mir in der nächsten Aufnahmesession dann wieder mit Bossfights anfangen muss. Das ist immer übelst kacke, das raubt dir dann immer schon den letzten Nerv. Denkst du dir so 5 Minuten nach dem Anfang dann so, ach nö. Und dann denkst du dir, oh. Muss ich da runterklettern? Nee, ich muss da lang. Wieso habe ich die Möglichkeit, hier runter zu klettern? Komm ich dann nie wieder hier hoch? Ja, das ist eine Leiter. Mal gucken, was hier unten ist. Alter! Drück Y, aber nichts passiert! Nein! Es triggert nicht! Jetzt! Sie haben sie gefunden. Exzellent. Sie haben sie tricksen. Exzellent. Sie sind etwas Besonderes. Immer schon gewesen. Darum habe ich sie hergebracht. Und sie ihren eigenen Traum erschaffen lassen. Beweisen Sie mir Ihre Treue. Bringen Sie mir den Kern. Aber natürlich, Sie sind Künstler, Stefano. Das respektiere ich. Aber erst brauche ich das Mädchen. Ich überlege gerade so. Eigentlich kannst du den dann auch am Telefon so fragen, ja. Möchtest du einen Kirschkern? Pfirsichkern? Was denn für ein Kern? Kernkern, eine Kernfrucht. Ach Mann, er geht mir so auf den Sack. Der Fyodor, allein durch seine Anwesenheit. Stefano war wenigstens cool. So, der hat coole Bilder gemacht. So, Stefano war cool und das hier ist so. Viel zu übertrieben. Ich kann. Hab Feuer. Wenn Sie die Verzweiflung kosten möchten, können Sie das gerne tun. Du hast mir das angetan. Du hast mich nicht gerettet. Alles okay, Süße. Ich werde es in Ordnung bringen. Ich hab dich so lieb, Lily. So war es und so wird es immer sein. Und diesmal rette ich dich. Versprochen. Sie
haben einiges von ihrer Schuld und ihrem Schmerz überwunden. Aber die Traumata ihrer Vergangenheit reichen tief. Ich weiß alles über sie. Weiß, was unter der Oberfläche liegt. Sie schöpfen aus einem tiefen Brunnen der Angst. Sie haben viele Schrecken erlebt und sie werden von ihnen verfolgt. Erinnern Sie sich, wo es begann? Erinnern Sie sich an Beacon? Sie erinnern sich daran. Nein! Sadist. Ich hasse ihn. Das war meine erste Spielstunde im Evil Within. Die Tür. Ich renn mal. Fuck, er ist direkt hinter uns. Lol, meine Ausdauer ist unendlich. Lol. Was? Ich hab diese Scheiße satt. Na, einfach sowas von. Das kann ich nämlich auch. Ach ja. Einmal darf man auch Sadist sein. Aber nur einmal. Rache. Als würde mich das aufhalten. Ist zuckersüß. Das Problem ist, wenn wir ihnen begegnen, begegnen wir auch bestimmt noch anderen Personen, die ich aber nicht so schön killen kann. Du brauchst dich gar nicht wehren. Fick dich. Lecker. Ja, das ist ja noch das Schöne, ne? Der Wächter. Oh, bitte nicht. Nein, das war mein schlimmster Albtraum. Eben, Laura. Es ist ein Spiel für die ganze Familie, definitiv. Für Laura, Wächter und Sadist. Oh fuck, wie hat man denn nochmal gegen den gespielt? Nein. Ja? Sackgasse? Nein? Ach, fuck. Ich bomb mich hier selber mit weg. Ich weiß nicht mehr, gegen wen man gegen den spielt. Nee, ich glaube, jetzt geht er in die Knie und, lol. Ha, fallala. Ich habe keine Ahnung mehr, wie man gegen den spielt. Ich weiß es nicht mehr. Es ist über ein Jahr her. War der da nicht leichter? Ich werde jetzt alle meine Munition hier verbrauchen. Ich sehe schon wieder nix. Was? Zwei? Was? Fallalalala! Ich weiß noch,
In dem einen DLC hatten wir dann richtig geile Fallen gegen die. Ach, komm schon. Die hat ja Kacke einfach vor mir. Na, ich habe keine Ausdauer mehr. Ich will nicht mehr. Ich bin tot. Hinter mir bestimmt. Er stand halt wirklich hinter mir. Lad bitte nach. Nein, 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 Steuerung. Oh Gott. Oh, oh, jetzt kommt bestimmt Laura. Ich habe keine Munition mehr. Nein. Nein, Laura. Das ist viel zu offensichtlich. Oh nein. Ich will nicht mehr. Nein. Oh. Ich hab dich schon mal verbrannt. Und tu es wieder. Da kannte ich die Umgebung aber auch. Und da hatten wir auch Streichhölzer. Ah, geil. Ah, geil. Tot. Muss ich jetzt alles noch mal machen? Ich hab dich schon mal verbrannt. Und tu es wieder. Ich hab doch keine Ahnung, wie das hier alles aufgebaut ist. Rockbolzen. Blöde Kuh. Blöde, blöde Kuh. Da. Sie ist schon wieder hier. Keine Ahnung, wie die Map funktioniert. Wir sind tot. Hä? Und jetzt? Muss ich hier etwa erst alles aufdrehen? Ich bin tot. Mir fehlt bestimmt noch irgendwo etwas. Wo war der Schalter? Thank you.
Das war jetzt alles? Das war alles? Was sind Sie? Sebastian. Was haben Sie sonst noch zu bieten? Das war jetzt alles? Myra? Sie muss in Sicherheit bleiben. Ich beschütze sie vor jedem, der sie mir wegnehmen will. Du hast es geschafft. Er ist tot. Gehen wir nach Hause. Nein! Die Macht des Kerns ist mein. Dachtest du? Wollte er gerade Mama sagen? Lily ist jetzt sicher. Wo ist sie? Holen wir sie und dann raus hier. Danke, Myra. Myra? Also, das mit dem Sadisten, das war cool. Das mit den Wächtern war echt scheiße. Das mit Laura war irgendwie komisch. Ich hatte voll viel erwartet, aber man muss auch erstmal überhaupt irgendwie checken, wie es funktioniert. Ich dachte irgendwie, ich habe irgendwie erst gedacht, dass wieder diese Gitter aufgehen, wenn ich den Hebel drücke, aber es ist irgendwie nichts passiert. Und dann habe ich irgendwie wahrscheinlich dadurch durch Zufall rausgekriegt, okay, du musst halt diese Rädchen drehen und dann den Hebel drücken, weil ich dann gesehen habe, dass da so eine Fontäne war. Ich habe die dann einfach sowas von da reingefuxiert mit Elektrobolzen. Ein paar waren davon echt unnötig. Oh Gott. Von diesem Ort ist fast nichts mehr übrig. Was Kapitel 15, vor, das Ende dieser Welt. Yay. Suche nach Myra. Okay, das dürfte ja gehen. Ich komme hier nur etwas leer vom Munition her. Ich glaube, das wird sich auch nicht viel ändern, weil wir haben nicht viel Schwarzpulver. Au. Wir sind ja noch nicht verletzt genug. Verdammt! Myra, wo bist du nur? Die Suche nach der verschollenen Ehefrau. Krieg ich dafür auch was? Mann? Der hat seine Augen sogar noch bewegt. Fand ich irgendwie komisch. Deswegen habe ich ihn gehauen. Wir haben echt wenig Schwarzpulver wieder. Wir hatten mal so 40. Halt, Schasse. Was ist das?
Es ist vorbei. Holen wir Lilly und verschwinden wir, bevor wir für immer hier festsitzen. Wir bekommen unsere Familie zurück. Bitte. Ich weiß, du bist noch da drin. Hör auf! Verdammt, du musst mir zuhören! Myra, was ist los? Kämpf dagegen an! Ich kann nicht. Ich muss Lilly beschützen. Das hast du schon, Myra. Stefano kann ihr nichts antun. Und Theodore auch nicht. Sie sind tot. Ja. Gut. Geh. Sebastian, sofort. Verschwinde! Nein, ich lasse dich und Lilly hier nicht zurück. Myra! Scheiße! Was hat sie nur vor? Nein, 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 pass auf, was du sagst. Ja, darunter sollten wir nicht gehen. Also nicht auf dem Weg. Gehen wir einfach hier lang. Gehen da mal rein zu Tadi. Speichern und ein bisschen Munition erstellen. Zumindest das, was wir haben. Viel haben wir ja nicht mehr. Ich rufe hinten, Muni kostet mir zu viel. Da muss ich jetzt einfach hoffen, dass wir da mal was finden. Irgendwann haben wir die 120. Irgendwann. So. Ach, Waffen verbessern können wir auch noch vielleicht. Ah. Heal. Ah. Also, speichern und weiter. Ecke. Ich hoffe, dass wir noch irgendwo Munition finden werden. Wieder runter? Alter Sebastian, runter! Ich halt die Treppe runter. Wir denn da hin? Wir suchen. Wir waren nämlich noch Kisten. Natürlich kommt man da nicht ohne weiteres hin. Hä? Okay, wie soll man da hinkommen? Ich glaube, ich hab's gelöst. Teile. Da noch, ja, Munition nehme ich gerne. Ha, Schrumpflintenmuni. War nicht viel, aber etwas. Oh, meine Nase. Dir juckt die Nase, Hase. Ich habe Kraut gesehen. Myra!
Das nächste Stadium. Nach Feuer kommt Schleim. Ich muss diese Dinger loswerden. Vielleicht schaffe ich es dann. Warum hat sie nicht angezeigt? Ach Mann. Da schleicht man sich extra von hinten an, ne? Komm. Mann. Ja, genau. Komm, töte mich mal bitte, danke. Ich stand hinter dem Vieh. Und es kam kein... Also, entweder kann ich sie nicht stealthen. Was ziemlich du. Klopfwehr? Wenn ich die jetzt auch schon wenig stealthen könnte? Ach. Doch. Ja. Tonnen von Schaden machen die Viecher auch. Oh Mann! Das sind alle 5 Patronen, ey. Abartig. Weil deine Viecher sind echt scheiße. Kauf dir mal neue. Ich hab gleich wieder keine Munition mehr. Okay. Hoffentlich ist sie noch in der Nähe. Und man muss überlegen, ich hab die Waffe ja schon gut geupgradet. Nervig. Rein hier. Hier sieht es gut aus. Munition nehme ich gerne. Schockbolzen nehme ich auch immer gerne. Wenn wir hier so viel Munition bekommen, muss das heißen, die Viecher fressen wirklich viel. Ach nee, du. Das wird nicht lustig. Das wird echt nicht lustig. Gott, da gehe ich da halt nicht lang. Myra, hör auf! Da stehen sie schon wieder. Die 10 Soldaten. Aber die muss man eigentlich stealthen können. Wir liegen immer mit Flaschen rum.